Wir haben wieder Montag, das heißt, eine neue Folge News habe ich dann für euch am Start. Und ich würde sagen, wir legen los. Ist ein bisschen was passiert, zumal letzte Woche die News auch rausgefallen sind. Von daher, ein bisschen habe ich was, nicht allzu viel. Ich wollte jetzt nicht auch den ganz alten Kram raussuchen, aber ihr werdet sehen. Die BlizzCon dieses Jahr findet am 6. und 7. November statt, in Anaheim, wie immer. Höchstwahrscheinlich, man kann es spekulieren, was da passieren wird, aber höchstwahrscheinlich wird man da dann die Ankündigung fürs nächste Addon machen. Gehe ich mal stark von aus, wenn sie jetzt wirklich dann schneller die Addons releasen wollen, wäre das eigentlich da der beste Punkt. Blood Legion ist eine Progress-Gilde, beziehungsweise war eine Progress-Gilde, denn die werden den Raid-Progress einstellen. Die Gilde wird sich nicht komplett auflösen. Der Grund für die Einstellung des Progresses an sich ist dann offenbar, dass viele geheiratet haben, Kinder gekriegt haben und so weiter und so fort und deswegen nicht mehr so viel Zeit haben. Deswegen haben die dann die reine Progress-Zeit runtergeschraubt. Deswegen werden die nicht mehr am Kampf um den World First in dem Sinne dann teilnehmen. Die Gilde an sich bleibt aber, wie gesagt, dann noch bestehen auf dem amerikanischen Server Illidan. Der Warcraft-Film, auf den warten wir alle höchstwahrscheinlich schon, vielleicht manche auch nicht, aber ich denke mal, der Großteil wartet da und freut sich auch schon drauf. Und der wird höchstwahrscheinlich am 11.03.2016 in die Kinos kommen, wenn er denn nicht nochmal dann verschoben wird. Auf jeden Fall ist das das Aktuelle, was angekündigt wurde. Kann natürlich sein, dass sie es dann aufgrund irgendwelcher Produktionszeiten da nicht ganz schaffen und den nochmal verschieben müssen, aber ich denke mal, die haben jetzt noch knapp ein Jahr Zeit, dass wird dann gut hinhauen. Blizzard hat jetzt PayPal als Zahlungsmethode für Abos bestätigt bzw. freigeschaltet. Das heißt, wir können jetzt auch neben dem ganz normalen Abbuchen bzw. Kreditkartengedöns dann auch PayPal benutzen. Finde ich ganz nett, weil manchmal haben ja Leute dann Probleme, wenn eine Lastschrift irgendwie nicht richtig abgebucht werden konnte und dann ist halt immer so ein Hickhack, weil man dann nicht mehr sein Abo verlängern kann. So, bei PayPal wird es dann wahrscheinlich dann auch noch gehen, dass man da sein Abo bezahlen kann. Ist eine ganz nette Sache. Was sagt ihr dazu? Ungefähr vor einer Woche wurde im PvP der Schaden ein bisschen genervt. 10% weniger Damage hat man dann insgesamt gemacht. Das wurde jetzt schon wieder zurückgezogen. Das heißt, wir wurden wieder auf diesen Stand zurückgesetzt, der vorher war. Also so langsam sollte Blizzard echt mal gucken, weil die machen das ja in letzter Zeit ziemlich oft, dass die irgendwelche Hotfixes raufhauen, dann eine Woche später wieder runternehmen und das wieder zurückändern, wie mit dem Todesritter und diesen Todesruhen, das dann auch wieder zurückgenommen wurde. Ja, da sollte man vielleicht vorher vielleicht mal ein bisschen besser überlegen, meiner Meinung nach, aber naja, Blizzard halt. Es ist nun aktiv, dass das Itemlevel in der Schwarzfelsgießerei um 5 Punkte angehoben wurde. Das haben die Leute von Blizzard dann gemacht, einfach um das Ganze ein bisschen wertiger zu schalten, beziehungsweise die Belohnung ein bisschen zu erhöhen im Vergleich zum Hochfels. Was nicht gesagt wurde, aber doch passiert ist, sind die legendären Ringe, die dann vom Itemlevel 710 auf 715 angehoben wurden. Das heißt, ja, da haben wir jetzt auch ein höheres Item-Level. Wir machen alle ein bisschen mehr Schaden, höchstwahrscheinlich, und so weiter. Und können uns darüber freuen, dass das Item-Level angehoben wurde. Wie findet ihr das? Ja, 5 Level sind jetzt nicht die Welt, meiner Meinung nach, aber besser als nichts, ne? Und zu guter Letzt habe ich nochmal den Endboss vom Addon. Da wurde im Endeffekt schon vor einiger Zeit mehr oder weniger bestätigt, dass es Grommash Hüllschrei sein soll. Jetzt, naja, gibt es halt bei der legendären Questreihe so ein Video. Keine Angst, ich spoilere nicht. Ich habe selber noch nicht gesehen. Ich habe es nur auch gelesen. In diesem Video sollen dann ja so ein paar Sachen, ein paar Gegner auftauchen, beziehungsweise ein paar Absichten klar werden, die vielleicht ein bisschen dran zweifeln lassen, dass Grom dann doch nicht der Endboss wird. Ich fände es ganz cool, wenn man das von Blizzard so machen würde, dass man echt am Anfang mehr oder weniger schon bestätigt, ja, Grom wird der Endboss und dann so im letzten Moment, zack, ist es doch ein anderer, das halt so eine coole Überraschung wird. Fände ich ganz cool. Wen würdet ihr euch als Endboss dann wünschen, wenn nicht sogar Grommash an sich? Schreibt das gerne in die Kommentare und
Lasst gerne ein Abo oder ein Like da, falls euch das hier gefallen hat. Ich bedanke mich dann recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut da rein.